Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornab. Wir schauen uns jetzt den Lizard Heckwarner-Tafel für Radlader an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von FSM Creations, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One, findet ihr in meiner Kategorie Werkzeuge und dann Gewichte. Schauen wir das gute Stück, Lizard Heckwarner-Tafel für 900 Euro in der Anschaffung, 45 Euro im Leasing. Hauptfarbe kann in diversen Farben geändert werden, dabei wird auch dementsprechend die Farbe des kompletten Schildes hiermit überarbeitet, bis auf diese Warntafeln hier. Könnt ihr dementsprechend also eure Fahrzeugfarbe anpassen oder ihr überlasst es halt klassisch bei Orange. Es gibt keine Config-Blöcke dazu. Alles normal. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle an. Wundert euch nicht, wenn ihr euch das erste Mal kauft, beziehungsweise wenn ihr es im Allgemeinen kauft, zittert das erstmal ein bisschen wie bekloppt. Liegt daran, dass es ein bisschen im Boden drin steckt. Aber ihr seht, nach einer Weile beruhigt sich das Ganze wieder. Hier werkelt gar nichts mehr. Ja, hier haben wir im Endeffekt dann die Anzeige, beziehungsweise hier müsst ihr das Ganze dran machen. Ich habe das hier drüben schon vorbereitet, schauen wir uns gleich an. Ist im Endeffekt, wie es der Name schon sagt, eine Warntafel. Sprich, wir haben hier separat zwei Rundumleuchten mit dabei. Wir haben hier Blinker, beziehungsweise, naja, im Endeffekt Lichter, die blinken, wenn wir blinken. Wir haben ja einmal eine Warnvorrichtung, ne, mit diesen schwarz-weiß, rot-weiß, Entschuldigung, und dem Pfeil nach links bitte. Bremslichter, Blinker, soweit so klar, und noch theoretisch eine Möglichkeit, hinten den Trailer dran zu hängen. Auf der anderen Seite haben wir dann einmal noch den Anschluss für den Radlader oder für die Radlader und das ist es dann dementsprechend auch schon gewesen. Sieht alles toppi aus, hohe Auflösung, kein Pixelbrei, kein Matsch, kein gar nichts. Toppi. Wüsste ich nicht, was ich dagegen sagen sollte. Schauen wir uns das Ganze mal in der Realität in Anführungsstrichen an, beziehungsweise jetzt hier in der Praxis. So sieht das Ganze aus. Ich kann das hinten natürlich auch abkoppeln. Na, fahren wir mal ein bisschen vor. Ihr seht, das steht auch eigenhändig da. Ich gehe davon aus, dass der Anschluss hier unten da, zack, hier einfach erfolgt, dass es dann hinten halt ranpappt. Wie gesagt, geht, soll für alle Radlader soweit gehen. Dann ist es halt hier hinten dran. Ihr seht dann, die Bremslichter, Rückwärtsleuchten und Co. werden dann halt hier hinten übernommen, beziehungsweise Rückwärtsleuchten hat der hier zum Beispiel standardgemäß gar nicht. Die haben wir dann halt da hinten mit dran. Wenn ich jetzt die Rundumleuchten einschalte, geht die Rundumleuchten hier hinten mit an. Wenn ich nach links blinke, geht der Pfeil hier nach links, der mit blinkt. Wenn ich nach rechts mache, nach rechts. Wenn ich Warnblinker mache, leuchtet am Ende des Tages alles. Wenn wir uns das Ganze auch einmal der Nacht anschauen, seht ihr auch hier, das ist da, reflektiert soweit auch. Hinten die Bremslichter und Co., das funktioniert soweit alles. Die Rückwärtsleuchten haben jetzt keine... die haben jetzt, so. Wieder, wenn wir jetzt hier rückwärts fahren, seht ihr hier, da haben wir dann dementsprechend keine Rückwärtsleuchten mit dabei. Ansonsten die Blinker reflektieren in dem Fall auch noch mit dazu. Ne? Auch alles bis zum Boden, alles soweit, so normal. So schick, so schön. Ne? Mehr ist es am Ende des Tages auch nicht. Nette Sache, gerade für die Leute, die es halt gerne möchten, beziehungsweise halt ein bisschen realistischer haben wollen. Je nachdem, funktioniert das soweit. Wir könnten jetzt rein theoretisch gesehen noch hier einmal die Höhe verstellen hier hinten. Ne? Mittlere Maustaste gedrückt halten, können wir noch ein bisschen weiter runter gehen. Man könnte, wie gesagt, theoretisch einen Hänger hinten dranhängen, je nachdem, ich glaube, je nachdem, wie hoch das Ganze ist. Ich glaube nämlich schon fast, das ist ein little bit zu hoch, obwohl ich es jetzt schon ganz nach unten habe. Aber, nee, das geht, wunderbar. Seht ihr hier, könnt ihr dann dementsprechend noch einen Hänger hinten mit transportieren. Soweit, so klar, so schick, so schön. Schöne Sache, gefällt mir, why not? Da haben wir einmal noch hier den Lock, der ist auch sauber, könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos downloaden. Ist auch ganz klein, 700 Kilobyte. Könnt ihr also auf jeden Fall nutzen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssi, Kowski.